Diese eigentümlich gewellten Mauern in Dachau sollten etwas ganz, ganz Einzigartiges werden. Das schaut, ist es rund? Also mein Geschmack ist es nicht. Sich abheben von anderen Hallenbädern. Ja, ja, keine Ecke hin, alles schön rund. Ja, rund sollte es werden, das neue Dachauer Hallenbad. Ein außergewöhnlich schicker Architekturentwurf. Und die Stadtverwaltung war voller Vorfreude. Und vom Rutschenturm aus hat man auch eine wunderbare Gesamtübersicht über das ganze Hallenbad. Doch auf der Baustelle ist schon lange nichts mehr passiert. Ein undichtes Fundament, etliche Baumängel und dazu explodierende Kosten von 9 auf 24 Millionen. Vor einem Jahr dann der Baustopp. Katastrophe, Blamage. Irgendwie hat man den Eindruck, wenn was von der öffentlichen Hand gebaut wird, dann klappt es sowieso nie so recht zur Zeit. Ja, es ist nicht das einzige Bauprojekt, bei dem schon länger nicht so richtig viel vorangeht. Die zweite Stammstrecke kommt 10 Jahre später. Der Sanierungsfall Gasteig, kaum finanzierbar. Und am Münchner Ostbahnhof geht in Sachen Konzerthaus nichts weiter. Dabei sollte auch das mal Leuchtturmprojekt sein. Wir wollen einen Saal, der uns packt, der uns mitreißt. Doch auch hier immer teurer. Zuletzt war von über 1 Milliarde die Rede. Eine Denkpause wurde verordnet. Und viele stellen sich die Frage: Muss man vielleicht auch überlegen, wo die Gelder dafür herkommen, ob man da nicht anderweitig noch Fragen dazu stellt. Es muss nicht sein. Wir sind so in finanziellen Schwierigkeiten im Moment. Da muss man natürlich Projekte anpassen, würde ich auch sagen. Tja, vielleicht sollte man, wenn das Schöne so lang dauert und quasi unbezahlbar ist, wieder ein bisschen mehr auf das Zweckmäßige setzen. In Dachau gab es diese Überlegungen auch. Stadtrat Peter Kampenrieder hat sich für das Modell Schuhschachtel eingesetzt. Ich denke, jeder, der mal selber gebaut hat, weiß, je einfacher die Kubatur, desto leichter ist es zu bauen. Man kann das plastisch darstellen, betonierter Schuhkarton, quadratisch praktisch gut. Als Zweckbau hätte vermutlich weniger Kosten verursacht. Auch in München steht die Frage im Raum, ob es nicht auch weniger tut. Im Koalitionsvertrag heißt es, man wolle die Planungen redimensionieren. Also einfach ein bisschen kleiner bauen und vielleicht insgesamt alles ein bisschen einfacher. Wolfgang Gieron spielte 41 Jahre lang im BR-Symphonieorchester, dem Hauptmieter des Konzerthauses, und glaubt, an Architektur zu sparen, ist der falsche Weg. Das muss ein Wurf sein. Das muss, wenn die Leute das sehen, müssen sie das sofort erkennen. Wenn sie einen Quader hinstellen, den gibt es auf der ganzen Welt. Ne? Naja, stimmt. Und zweckmäßig bauen hat Bayern ja nicht überall lebenswerter gemacht. Geschmackssache, klar. Aber wenn man Stadtführerin Carmen Finkenzeller durch München begleitet, merkt man schon, was einmal falsch gemacht wurde, prägt einen Ort dauerhaft. Das Kaufhaus am Marienplatz sah früher so aus. Wenn man auf einer Führung am Marienplatz steht, egal zu welchem Thema, man wird schon sehr oft darauf angesprochen. Ja, oh, das schaut ja, ich will jetzt mal münchnerisch sagen, greislich aus. Und wenn man am falschen Ende spart, kann man halt auch abgehängt werden. Die Pariser Vororte, damals schnell und günstig gebaut, gelten heute als Problemviertel. Wissenschaftler sehen da schon länger einen Zusammenhang. Das ist eine Lebenswelt und das klingt heute so vielleicht ein bisschen billig, aber es geht natürlich um das Glück der Menschen. Aber muss man deshalb einen dritten Konzertsaal bauen? Oder ein rundes Hallenbad? Die Stadt Dachau schreibt übrigens, laut Architekt hätte das runde Bad nicht teurer kommen dürfen als ein rechteckiges. Und überhaupt. Schaut ja auch toll aus. Also muss man auch echt sagen, wenn man jetzt vorbeifährt, schaut gut aus. Weil man kann sich zu Tode sparen. Und das ist nicht gesund.
Vielleicht ist es ja wirklich besser, in Zeiten klammer Kassen nicht billig bauen und irgendwann das schöne große Wagen.